Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Heute machen wir einen Putenschenkel gegart auf einem Gemüsebett mit Rotwein. Sieht lecker aus, ist gar nicht so anspruchsvoll, kann glaube ich jeder von euch und ist aber dafür oberlecker. Kann man auch locker für 4 oder 5 Personen kochen, ohne große Probleme. So, dann wollen wir mal starten. In aller Phyllis Blue. Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Wir wollen ja heute diesen riesengroßen Putenschenkel, der wiegt 2,5 Kilo, den haben wir uns gestern besorgt. Den wollen wir heute nur zur Hälfte, also ich werde ihn trotzdem gleich tranchieren, komplett. Knochen werde ich auch noch mit reinlegen, aber ich werde nur die Hälfte des Fleisches verwenden. Das wollen wir heute im Backofen. Auf einem Gemüsebett, hier liegt das Gemüse. Ich habe hier so ein bisschen Porree, hier ein bisschen Frühlingszwiebeln, ein paar Karotten, Knobi, Zwiebel. Wahrscheinlich nehme ich noch eine zweite Zwiebel. Das kommt alles unten als ein Bett rein. Darauf kommt das Fleisch, das werde ich vorher kurz anbraten. Und dann wird das Ganze aufgefüllt, schön mit Rotwein. Und dann kommt es im Backofen und wird dann da, schätze ich mal, eine Stunde schön gebacken. Wir sagen da immer Coq au vent zu, ist aber ja völlig falsch. So, ich muss mein Messer noch zu Ende schärfen und dann werde ich das gleich mal ein bisschen tranchieren hier. So, die Keule ist jetzt schon mal runtertranchiert. Hier ist die Hälfte des Fleisches noch. Hier habe ich die beiden Knochen, die tue ich gleich mit da rein. Da in der Pfanne habe ich was zum Ausbraten. Ich habe hier schon mal die Form. Da habe ich schon mal eine Zwiebel klein gemacht. Die schmeiße ich jetzt hier mit rein. Wir machen jetzt hier unten so ein Gemüsebett. Ich bin schon mal dabei, hier den Knobi so ein bisschen klein zu machen. Ich werde den aber gar nicht so fein machen. Ich werde die jetzt immer nur platt schlagen. Das reicht völlig aus. Dann werde ich die Karotten gleich auch klein machen. Da machen wir halt so 2,5 cm dicke Scheiben, die legen wir da mit rein. Dann muss ich hier noch die Frühlingszwiebeln klein schneiden und dann werden wir das alles darunter platzieren. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das schon mal abgearbeitet habe oder zum Teil abgearbeitet habe. Achso, ich kann euch ja noch mal schnell zeigen, wie ich das hier mit den Karotten machen will. Also Karotte will ich hier so. Das ist so das Kaliber, was ich so denke, was eigentlich auch ganz gut durchgeht in der Zeit, während er im Backofen ist. Das ist eine gute Größe. Wir haben die schön abgeschrubbt und haben die jetzt nicht geschält. Da oben vorne die Spitze mache ich noch weg. Ich finde, das ist ganz genial. So, alles so ein bisschen gröber. Ja, wir wollen ja auch so wieder, auch wenn das gleich alles gar ist, wir wollen ja trotzdem so ein bisschen Textur behalten und wollen ja keine Suppe produzieren. Deshalb halt so ein bisschen gröber. Das geht sowieso alles gleich kaputt, wenn wir das da am Kochen sind. So, das kann da auch alles rein. Sehr schön. Das sieht doch schon mal geil aus. Ja. So, jetzt noch ein bisschen Frühlingszwiebel da oben drauf. Dann sind wir damit auch schon komplett. Genau. Dann können wir gleich das Fleisch braten. So, wir haben uns jetzt doch noch mal umentschieden, weil es dann ja doch mehr geworden ist. Wir haben jetzt hier eine etwas größere Form genommen und ja, dann mache ich jetzt eben schnell noch die Frühlingszwiebel fertig. Die kommt da jetzt eben noch mit rein. Und dann müssen wir das Fleisch braten. So, jetzt haben wir diese große Form genommen. Da kommt jetzt gleich das Fleisch oben drauf. Nachdem wir das angebraten haben, dann kommt da der Rotwein rüber und dann geht es ab im Backofen.
So, ich brate jetzt das Fleisch ein bisschen hier an. Tu da jetzt noch schön Kurkuma und Curry drauf, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und dann tun wir uns das oben mit auf unser Gemüsebett drauf, genau. Und dann sieht das, muss das alles im Backofen. So, jetzt tun wir dann ein bisschen Curry drüber. Und noch ein bisschen Kurkuma. Und damit braten wir das jetzt alles schön kräftig an. Ein Häufchen Salz. Und ja, den Pfeffer werde ich nicht jetzt. Pfeffer, ne? Ja, aber nur ein Häufchen. So. Das ist ganz cool. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Fett da drin. Aber das lassen wir jetzt erstmal schön anbraten. Und dann kommt das gleich da oben drauf. So, die erste Ladung Fleisch ist hier schon mal auf unserem Gemüsebett gelandet. Das ist nur einfach äußerlich angebraten, sodass es ein bisschen Röstaromen gibt. Die zweite Scheibe ist jetzt hier. Die wird jetzt hier schön angeröstet und dann kommt sie da gleich mit oben drauf. Wie man sehen kann, habe ich da schön die Knochen unten mit reingelegt. Die werden jetzt da gleich schön mit angebraten und geben dem Ganzen da gleich noch ein bisschen mehr Kraft. Kleine Zusammenfassung. Wir haben jetzt hier drin Porree, Karotte, rote Zwiebel, Frühlingszwiebel, Knoblauch. Das angebratene Fleisch, schön Curry Kurkuma angebraten, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz habe ich insgesamt noch drauf getan, die beiden Knochen sind hier mit drin. Und für alle, die sich wundern, es ist nur die Hälfte des Fleisches. Die andere Hälfte liegt bei uns im Tiefkühler. Wir sind nur zwei Personen, das ist sonst viel zu viel. So, jetzt kommt wieder mein Lieblingsrotwein. Nein, das ist nicht mehr, also mein Lieblingskochrotwein. Zum Kochen, ne? Genau. Das war jetzt nicht genug. Dann muss ich die zweite Flasche gleich noch aufmachen. Also es war jetzt nur ein knappes Viertel von der Flasche. Das fülle ich da gleich noch zu. Dann kommt da Alufolie rüber, damit das Ganze mir von oben nicht verbrennt. Dann kommt es in den Backofen bei 180 Grad. Erstmal eine Stunde und dann gucken wir mal weiter. Dann sehen wir uns in der Stunde. Bis gleich. Ja, die Stunde ist vorbei und da steht es. Sieht doch cool aus, oder? Ich finde auch, das sieht schon richtig, richtig, richtig gut aus. Und wir müssen uns jetzt Kartoffeln kochen. Das machen wir jetzt mal eben. Kommt jetzt noch einen Augenblick in den Backofen. Es war jetzt 55 Minuten da drin. Jetzt tun wir es nochmal kurz die Zeit über. Ich mache ihn aber, drehe ihn aber komplett runter, also ich habe da jetzt keine große Power mehr drin. Die Zeit über kommt jetzt nochmal im Backofen und ja, gleich beim Auffüllen seid ihr wieder dabei. So, der Moment des Anrichtens ist gekommen. Unser Essen sieht da immer noch klasse aus. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen Kartoffeln in unserem Teller drin. Ja, und meine Frau tut jetzt mal ein bisschen auf. Willst du ein bisschen Soße? Ja, tu ruhig ein bisschen was von der Soße mit dazu. So, da ist dann auch schon der zweite Teller mit unserer Putenkeule. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das wirklich nennen soll. Also, ich sag jetzt einfach mal, es ist eine Putenkeule gegart auf einem Gemüsebett in Rotwein. Super lecker. Bringt echt Spaß zu machen. Ist auch gar nicht so teuer. Für diese Putenkeule haben wir mal gerade 5 Euro ein paar Zerquetsche bezahlt. 2,5 Kilo schwer. Also das ist schon mal genial. Jetzt kriegen wir nochmal rüber zu meinem Teller. Den kann ich auch nicht mehr. Vor lauter Hunger. So. Ja, also ich finde, das sieht oberlecker aus. Wir werden das jetzt genießen.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert uns bitte. Habt ihr irgendwelche Anregungen, schreibt sie unten drunter, kein Problem. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und es sagen tschüss. Tschüss. Und Frank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.